Wir beginnen ohne sie. Formieren! Auf meinen Befehl! Triebocke, Feuer! Halt! Ich bin hier! Saren, in Position! Schnell! Können wir bitte weitermachen? Halt! Lasst mich mit ihnen reden. Was? Vielleicht kann ich sie dazu bringen, aufzugeben, ohne Truppen zu vergeuden. Wir sind so sehr in der Überzahl, dass sie sich unseren Bedingungen beugen werden. Ich habe euch gewarnt, eine Frau in die Schlacht zu bringen. Gut. Wenn ihr euren Hals riskieren wollt. Sobald die Verhandlungen scheitern, beginnen wir mit der Belagerung. Schaff die Hexe fort von mir! Seid ruhig, Edwin. Lady Saren, wollt ihr aufgeben? Was? Ich bin auf eurer Seite, ihr Narr. Jetzt hört zu. Da! Sie gibt ein Signal! Eine weiße Flagge? Heißt das, dass sie aufgeben? Sie hat uns verraten! Attacke beginnen! Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Unsere Truppen werden angegriffen! Der Feind zerstört unsere Gebäude. Eure treuen Bogenschützen. Gibt's was zu tun? Unsere Bögen werden singen. Ei, Sire! Unsere Truppen werden angegriffen! Ja! Lasst keinen ran! Der Feind zerstört unsere Gebäude. Was? Wollt ihr Ärger? Wir sind bereit. Auf die Plätze, Männer! Lordschaft? Der Sieg gehört uns. So, Billy, du dachtest, ich wäre eine Hexe. Saren, bitte, nicht vor den Männern. Sir William, ich muss aufbrechen. Der König verweilt bei mir und erwartet meine Rückkehr. Der König? Ihr müsst mich zu ihm bringen. Das wird nicht leicht, William. Er denkt, dass ihr ein Verräter seid und mit gutem Grund. Ihr habt ihn verlassen, die königliche Garde übergeben, meine Burg angegriffen und einen Feind der Krone befreit. Kaum die Taten eines edlen Ritters. Aber ihr glaubt doch nicht, dass ich ein Verräter bin. Nein, William.
Das habe ich nie geglaubt. Jetzt kommt ihr beide mit mir. Wir müssen den König von unserer Treue überzeugen. Da der Aufenthaltsort des Königs bekannt ist, hat mein Abenteuer einen Scheideweg erreicht. Als William und Saren sich bereit machen, aufzubrechen, erscheint Lord Barclay mit einem Vorschlag. Ich muss nun entscheiden, welchen Weg ich gehen soll. Los, Matthew! Worauf wartet ihr? Das Volk braucht Anführer wie uns, Matthew, die auch schmerzhafte Entscheidungen treffen können. Schließt euch an und wir machen dieses Land wieder groß! Groß? Ihr habt euch durch dieses Land gemetzelt. Unter euch würde es nichts als Armut geben. Soll ich meinem Herzen folgen und loyal gegen meinen Freund sein? Oder mich mit Barclay verbünden und nach der Krone streben?